Jetzt kommen wir erstmal zu meinem heutigen Gast. Er ist gerade mal 30 Jahre alt, hat aber schon eine Weltkarriere hinter sich und vermutlich noch gegenwärtig auch weiterhin vor sich. 2014 gewann er als Conchita Wurst sensationell den Eurovision Song Contest für Österreich. Rise Like a Phoenix wurde zur globalen Hymne für mehr Toleranz und Weltoffenheit. Seit kurzem hat er eine neue Rolle erfunden. Die langen Haare sind weg und auch der Vorname. Er heißt jetzt nicht mehr Conchita, sondern nur noch Wurst. Kann man sich gut merken. Seine aktuelle Single, die heißt Hit Me. Queen of Drags. Hier ist Conchita Wurst. Herzlich willkommen. Dankeschön. Nimm Platz. Danke für die Einladung. Ja, herzlich gerne. Ja, schön, dass du kommst. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Du bist ja nicht nur in Deutschland oder in Österreich, wo du herkommst, eingeladen in Shows, sondern wirklich weltweit. Also das ist auch Jahre später eine Kunst, das natürlich auf dieser Flughöhe vor allem zu halten, oder? Das ist ja das Schwierige eigentlich. Das ist jetzt mittlerweile 5 Jahre her. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja. Also, dass das immer noch läuft. Ich bin sehr dankbar und sehr froh. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Vielleicht ist es auch... Auch das. Also wenn man dir eins nicht vorwerfen kann, dann ist das Ereignislosigkeit. Und ich glaube, das ist es ein bisschen, dass man eigentlich, und hier auch natürlich auch große Verwirrung herrscht, die du natürlich selber auch stiftest, indem man gar nicht genau weiß, so, wie heißt er jetzt, wie heißt sie jetzt, sagt man sie, er, Tom, Conchita, Wurst, Wurst, nur Conchita, ist, was ist gerade los, mit Haaren, ohne Haare, blonde Haare, schwarze Haare, also du hinterlässt ein Chaos vorher in der Vorbereitung, dass man auch so denkt, nicht, dass ich jetzt was falsch mache. Kannst du das verstehen? Ah, das kann ich verstehen und danke, dass du dir denkst, dass du was falsch machen könntest. Kannst du aber nicht. Ja. Weil am Ende ist es immer wurscht. Mhm. Ja, das ist natürlich gut. Als Österreicher kann man das natürlich abkürzen. Ja? Genau. Ja. Und deswegen ist alles richtig. Es ist Conchita richtig, Wurst richtig, Tom richtig. Wenn du Hey schreist, drehe ich mich auch um. Ja. Würde ich so nicht machen, finde ich unhöflich. Aber ich finde es, wahrscheinlich ist es deswegen auch so eines der Geheimnisse, warum sich Leute jahrelang für dich interessieren. Weil du dich ja auch nicht aufhörst für das Kunstprodukt, was du am Ende mit dir und dir selbst erschaffst, ja auch nicht aufhörst, dich dafür zu interessieren. Es ist ja nicht so eine Marketing-Sache, dass du sagst, ich heiße jetzt so, das ist dann interessant und so. Sondern es hat ja schon immer was Identitätsstiftendes, wie du dich gerade fühlst, oder? Ja. Also das, was ich mache, ist tatsächlich ein Spiegel der Situation, in der ich mich befinde in meinem Leben. Und ich glaube, Weiterentwicklung ist das Einzige, was mich vorantreibt. Aber weil mir auch extrem schnell langweilig wird. Ja. Und wenn mir langweilig ist, dann, ja, dann habe ich keinen Spaß. Ja. Und dann deswegen, ja. Was du ja zwangsläufig machst, und das finde ich gar nicht mal so einfach. Also, oder sagen wir mal anders. Andere Leute sind künstlerisch und wären gerne politisch. Bei dir... passiert das automatisch, ob du willst oder nicht. Alleine durch das, was du künstlerisch machst, hat es eine politische Wirkung. Mhm. Ist das also diesen Grad zwischen, jetzt ist es künstlerisch, das ist das, was ich machen will, das ist das, was ich auf der Bühne machen will, das ist das, was ich seit meinem Leben lang schon machen will. Und dann dieser Grad an politischem Auftrag, dass du natürlich für Weltoffenheit einstehst, mit jedem Schritt, den du vor die Tür setzt. Stört dich das manchmal, dass du das eigentlich gar nicht sein kannst? Nein, mich stört es eigentlich nicht, weil ich mich auch darauf reduziert habe, wirklich punktuell Dinge zu sagen oder zu promoten, die mir in dem Moment wichtig sind. Ich würde mich nicht als Politexperte bezeichnen und ich habe definitiv nicht genug Ahnung. Aber ich folge meiner Intuition und nutze eben die Plattform, die ich habe, um dann auch Themen anzusprechen, die mir wichtig sind. Ja. Und setze mich dafür auch natürlich dann ein. Interessant finde ich, wie du tatsächlich auch so Systeme sprengst, die erstmal undurchdringlich scheinen. Wenn du jetzt gewinnst beim Eurovision Song Contest, dann interessieren sich natürlich auch Menschen, ganz normale Bürger in zum Beispiel Russland für dich und wollen wissen, was ist los mit dem Jungen, mit der Dame, mit der Person, die ich da kennengelernt habe. Und es ist schwierig natürlich für russische Medien über dich zu berichten. Dann hat sich aber irgendwie so ein Trick eingespielt, dass wenn ein russischer Journalist behauptet, in Wahrheit hinter der Bühnenfigur wärst du eigentlich verheiratet, heterosexuell und hättest zwei ganz süße Kinder, dann durfte man auf einmal in Russland über dich schreiben. Kennst du diese Story? Ja. Ja? Erzähl mal, wie war das genau?
Also Kinder sind anstrengender, als man denkt. Ja. Aber ich bin, nein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Also was da an Aufwand betrieben wird, damit irgendwie über mich berichtet werden kann, das ist ja schon fast ein Ritterschlag. Ja. Oder? Interessant, oder? Ich meine, in Russland war dann tatsächlich hier die deutsche Schlagzeile war dann Russen, Conchita Wurst hat Ehefrau und Kinder. Und dann war es auf einmal in Ordnung, weil dann war das so eine Art Theaterstück, was du aufführst und so. Ne? Irgendwie unterwandert man doch solche Systeme mit Toleranz. Ne? Ist doch irgendwie interessant, dass die sich sonst was ausdenken, damit die ja über dich reden können. Ja. Ich habe mir das mal überlegt, wie das ist, wenn du tatsächlich Kinder hättest, wie das aussehen würde. Und dieses Bild möchte ich dir gerne schenken. Oh, yeah. Schau dir das mal an. Ist das nicht schön? Das ist für dich. Vielen Dank. Das ist doch, das ist die schönste Familie, die ich je gesehen habe. Ja. Würde das einen Ehrenplatz bekommen irgendwo? Definitiv. Ja? Definitiv. Okay. Aber du lügst nicht einfach nur, weil wir im Fernsehen sind. Du hängst das wirklich auf. Nee, dann kommst du mich besuchen und dann stelle ich das. So machen wir das. Geschenk meiner Großmutter. Oh, du hast ja, kennst ja auch viele Leute, die ich interessant finde. Vielleicht können wir so den privaten Kontakt aufnehmen, weil du bist ja ein guter Freund von Elton John. Ne? Unglaublich gute Freunde sind wir. Ja, ich habe ein Foto gesehen, das reicht mir. Genau. Ja. Du bist, weil, ich habe nämlich letztens gesehen, bei Elton John, der hatte so eine Yacht. Ne? Ja. Und da dürfen die Backhands immer hin. I know. Ja, und dann dürfen die Kinder da ins Wasser springen und so. Und Elton John, der sitzt oben auf dem Deck, trinkt so einen Eistee, hat so ein buntes Hemd an und sitzt da wie so eine Oma. Und er freut sich so an der Freude der Kinder. Ja. Ja? David Furnish holt die ganze Zeit Getränke und die Kinder rasten so aus. Ja. Ich will auch mal auf dieses Boot. Ich auch. Ich würde es wahnsinnig gerne. Du warst auch noch nicht. Nee, ich war noch nicht. Ich bin leider nicht der beste Kontakt. Ja. Wobei, ich habe es auch noch nicht versucht. Ja, frag doch mal, ob wir mal auf das Boot dürfen. Ja. Mal einmal. Der ist auch immer in Europa unterwegs. Der ist so auf Ibiza, auf Mallorca, da sind wir doch schnell da. Na, Ibiza ist ja. Der ist doch, ja, achso, ja. Genau, als Österreicher, naja, kann man machen. Aber wir könnten doch trotzdem mal auf das Boot von Elton John, das wünsche ich mir, dass der so wie so Miss Doubtfire sieht er eigentlich mittlerweile aus, ne? So Elton John so gütig da oben sitzt und immer sagt, ach, der Klaas hat so einen Spaß hier, toll, hol dir doch noch einen Eistee. So. Ja, also dem kann doch nichts im Wege stehen. So sieht's aus.